So, und da sind wir auch wieder mit der nächsten Folge von dem Commander LP. Wir haben ja eben die H4 gemacht. Ja, H4, H2 war das ja nur. Ich bin überlegen, ob wir uns zurückporten und dann die Quests abgeben. Das ist, glaube ich, der schnellste Weg. Weil ich jetzt einmal das alles zurücklaufe, das dauert halt schon ein bisschen länger. Klettern kann ich auch, aber wir porten uns jetzt einfach mal. Gehen zu den Captain Winborn zurück. Ja, Eric Jorm, du willst auch mit uns sprechen. Aber der nächste Planet, da kommt der Gefährte, den ich hauptsächlich mitnehmen werde. Erstmal Eleradorn. Total coole Charakter. Boden, ja, ne? Gucken wir mal, der will jetzt mit uns sprechen, der als Sohn. Also wir können jetzt auch zu dem Senator zurück. Wir können uns ja gleich noch entscheiden, aber ich denke mal schon, dass ich die zerstören Sieh mal werde. einer an, was das Wampa apportiert hat. Ich hatte langsam Sorge, ob wir uns noch mal wiedersehen würden. Habt ihr die Lieferung Sklavenhalsbandchips bekommen? Nehmt diese Chips und vernichtet sie, Captain. Oh, das werde ich. Senator Bark wird enttäuscht sein. Aber Gesetz ist Gesetz. Selbst für Senatoren. Ich weiß, er hat wahrscheinlich mehr geboten. Aber ich kann zumindest den Standardsatz für eure Dienste zahlen. Ich bin schon froh, dass wir Sie vor Senator Bark finden konnten. Da bin ich ganz eurer Meinung. Ganz ehrlich, ich kann mir kaum eine abscheulichere Technologie vorstellen. Ich muss viel Datenkram erledigen. Der Senator darf keinen Fehler im Umgang damit finden können. Aber seid euch meines Dankes gewiss. Nee. Also jetzt gerade so momentan könnte ich mir auch vorstellen, ob ich vielleicht sogar heute noch, morgen vielleicht sogar einen Krieger-LP, das hat Axel Albarn auch gemacht. Aber so ein Krieger ist schon richtig cool. Aber wir bleiben jetzt erstmal, also das ist trotzdem mein Haupt-LP, vielleicht werde ich da was machen. Vielleicht werde ich da einfach nachher schon mal ein paar Folgen aufnehmen und die dann halt immer nach und nach mal zwischendurch rausschmeißen. Mein Krieger ist auch schon coole Klasse. Oh, ja. Mal gucken, was da kommt. Wie gesagt, also auch wenn ich jetzt sage, dass ich es vielleicht machen werde. Aber, das Gildenbuch haben wir abgeliefert für die Bonus. Sogar ein Level abgekriegt. Können wir jetzt mal gucken. Ah, einmal ein Unterbrecher. Das gefällt mir. Da muss ich und der Medischuss. Und was haben wir hier noch? Nichts Tolles, also gar nichts. Medischuss, den werde ich hier auf die C1 legen. Und da. Und das ist der Hinderungsschuss. Da muss ich jetzt mal gucken. Aber ganz kurz, Interface Editor, das ist die Schnellleiste 2. Einstellung, Tastenbelegung, Schnellleiste 2, wo haben wir die? Bei Schnellleisten denke ich mal. Oh. Schnellleiste 2 hatte ich ja gesagt. Einmal Q, einmal E, einmal F. Unseren Unterbrecher werden wir auf E legen. Den Helm, Moment, ziehen wir woanders hin. Da kommen dann halt so ein paar Fähigkeiten drauf, wie der Battle Rats und solche Sachen. Das ist immer so Spott, eigentlich ist Q bei mir Spott. Aber da wir ja keine Dingsklasse spielen, keine Tankklasse, kommt dann irgendwas anderes da drauf. Mal gucken. Und Willkommen. jetzt Bitte wählen Sie eine einmal verfügbare zurück Reisekarte. zum Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Wir wollen ja jetzt zurück zu General Gaza. Achso, nochmal zurückkommen auf das Krieger-LP. Wie gesagt, also ich habe es jetzt zwar gesagt, dass ich es machen will, vielleicht. Wann es rauskommt,
kann ich jetzt gar nicht sagen. Und ob ich auch jetzt was machen werde, weiß ich auch noch nicht so genau. Ja, und lasst euch einfach überraschen. Wenn was kommt, könnt euch, hoffe ich, dass ihr euch freut. Und ja, wie gesagt, sonst andere Projekte. Mal gucken. Also ich bin halt auch gerne einer, der Simulatoren spielt. Da wollte ich schon Landwirtschaftssimulator 2019. Aber da bin ich mir halt noch nicht sicher, ob ich da alleine. Es ist halt immer sehr langweilig. Es zieht sich halt. Vielleicht mache ich da auch einfach mal ein Anfangsvideo, so, wo wir ein bisschen anfangen, dann mal ein bisschen zwischendurch. Das andere ist hier, wie man sieht, hier ist der Flashpoint, die Hammer Station. Flashpoint, das können wir mal annehmen kurz. Ah ne, das müssen wir mal einen Gruppenfinder machen. Ne? Ja, aber wir wollen ja keine Gruppe, also ich will da mal gucken. Aber das machen wir dann erst, wenn wir Coruscant fertig sind, dann haben wir ein höheres Level und haben halt auch die besseren Chancen, da besser durchzukommen. Auch wenn ich denke mal, so gesehen, jetzt nicht unbedingt die Probleme beikriegen werden. Aber ich denke mal, wir haben ja die Quest bei der Festungseinführung. Ich werde jetzt einfach mal zu der Festung reisen. Das ist meine Hauptfestung auf Nashada. Da habe ich so ein bisschen was, können wir mal ganz kurz durchgehen. Da habe ich so ein paar Sachen, quasi die wichtigsten Sachen. Alle Räume habe ich glaube auch schon freigeschaltet, aber noch nicht alles dekoriert. Also von daher erwartet jetzt nicht so allzu viel. Und ich weiß auch gar nicht, ich habe mittlerweile glaube so viele neue Dekorationen, die ich auch verbauen könnte. Aber wie gesagt, das ist jetzt halt hier so ein bisschen. Jetzt haben wir die Quest fertig. Ich habe ein paar Sachen gekriegt. Die müssen wir mal alle. Davon haben wir noch ein bisschen Speicher. Weil von nicht von allen Festungsteilen kann man 99 von haben. 999. Sondern halt auch ein bisschen weniger. Zum Beispiel nur 10. Uah. So, hier ein bisschen ein paar Bilder an der Wand gemacht. Das sind halt besondere Bilder für das, glaube ich, Nightmare-Modus. Oder das ist nur schwerer, ich weiß es jetzt gar nicht. Hier haben wir unseren HK-55 Gefährten. Die Questreihe, ich weiß gar nicht, ob wir die machen können noch, aber die werde ich auch machen, wenn es geht. Hier haben wir halt so ein bisschen galaktischen Markt, Modifikationsstation. Händler, da können wir jetzt mal ein bisschen was verkaufen. Das sind hier so ein paar. Keine Reaktion, keine Reaktion. Die kann da bleiben, das ist kleine Reaktion, kein Einfluss. Das ist etwas, was ich verkaufen kann. So, reparieren wir mal alles. Ja, ich wollte euch einfach nur mal ein bisschen zeigen hier gerade. Normalerweise werde ich sowas dann gucken, dass ich das sowas offscreen machen werde. Ja, halt einfach mal die Festung zeigen. Hier habe ich auch noch was, hier habe ich einen großen Computer drin stehen. Quasi so als Kommandobasis mäßig. So, was haben wir hier drüben noch? Hier hängen auch natürlich noch ein paar Bilder von verschiedenen Bossen, die ich besiegt habe schon. Hier ist eine Chill Lounge. Und ich glaube, das könnte mein Schlafzimmer sein. Yep, mein Schlafzimmer mit dem Fernseher, so wie ich das jetzt einer Twilling-Tänzerin. Und dann geht's halt hier drüben rein. Hier ist zum Beispiel meine Laderaum, Vermächtnisfestung,
Vermächtnisladeraum, oder wie nennt sich das? Vermächtnisfestungslager, so heißt es. Gildenbank, also Gildenfrachtrampe, wo ich jetzt gerade nicht zugreifen kann, weil ich momentan in keiner Gilde bin. So, und dann gibt es hier halt einmal den Gang mit ein paar Haustieren, die ich habe, und natürlich auch wieder Bilder Nightmare-mäßig, die ich bezwungen habe. So, dann ist hier halt, kann man hier rausgehen, aber das machen wir gleich. Da habe ich halt eine Sternenkarte aufgestellt, ein Kartell, ein Spielzeug, da. Da kann man auf Nashadar da spielen. Weiß nicht. Nee, ja. So, und dann habe ich hier halt auf der anderen Seite, da gibt es halt zwei Aufgänge, auch wieder Soa, einer der ersten Endbosse. War damals sehr interessant, weil der auch teilweise verbuggt war. Hier, Kephis ist das, glaube ich, der zweite Endboss. Ah, das Minenfeld, alles sehr interessante Sachen. Zorn und Toss, glaube ich. Der weiß ich jetzt gerade gar nicht, hier der Rat. Also verschiedene kann man sich halt dadurch freischalten, wenn man das halt in dem Modus geschafft hat. Ja, wir wollten jetzt noch mal kurz rausgehen erstmal. Hier ist einmal draußen. Da habe ich eine kleine Rehwein-Statue stehen. Die gab es auch mal irgendwo. Ich dachte aber, hier wäre auch immer noch ein Dings gewesen, so ein Flughangar, wo man halt sein Raumschiff stehen sieht. Naja. Naja, dann gucken wir jetzt. Geht noch ein bisschen weiter. Ein paar. Das sind halt schon ein paar Räumchen. So, hier ist, wie man sieht, halt noch nicht viel passiert. Ach, ja. Hier hat man eine schöne Aussicht nach draußen. Da auch. Ah, hier habe ich eine schöne Sitzbank und da drüben steht ein Raumschiff, ein Frachter. Genau so war das hier. Hatte ich doch ein bisschen was hier unten schon gemacht. Ich wusste jetzt nicht, wie viel ich jetzt hier gemacht hatte. Gab es hier sonst noch was? Sonst war das eigentlich hier von meinem von meiner Festung. Also der Haupt ist halt meistens hier oben. Die Treppen natürlich. Ich finde, hier fehlen noch sogar noch ein paar Tiere. Also ein paar Haustiere. Na, vielleicht werde ich da mal welche ins Zimmer, wenn ich mal Lust und Zeit dazu habe und dran denke. Und sonst, ja, würde ich sagen, gehen wir jetzt mal wieder zurück, weil General Gaza wartet ja auf uns. Und ja, na, gucken wir mal, was sie von uns möchte. So. Zurück auf Coruscant. Coruscant Festung habe ich auch. Eine auf Tatooine habe ich. Eine auf Yavin habe ich. Ich weiß gerade, welche Festung ich jetzt nicht habe. Ich glaube, die auf Drummond Kaas. Aber ich weiß gerade, ob man die mittlerweile alle haben kann. Man konnte früher was halt in Cap, Level Cap. Ja, aber naja, wie gesagt, ich spiele auch nicht mehr so aktiv, aber wir haben hier auch gleich hier vorne schon wieder eine Quest von einem Senator Nalrin Dahel. Okay, guck mal, was der möchte. Namrankam, Kala Ankam Mani Mani, Levikba. Mit wem habe ich es zu tun? Oh.
Ich möchte nicht, dass mich irgendein korrupter Senator in den Kampf schickt. Das hat sich jetzt irgendwie ein bisschen komisch angehört. Bisschen wie ein Schwein. Naja, der will von uns, dass wir Calvin Scheiner von seinem Planeten eine alte Währung finden und quasi aufdecken, dass er die schwarze Sonne bezahlt. Aber bevor wir das machen, gehen wir erstmal zu General Gaza. Hallo, General. Sprich mit mir. Lieutenant, Glückwunsch noch einmal zu eurer Arbeit bei der Händlergilde der Migranten. Das war eine schwierige Situation und ihr habt sie gut gelöst. Kommen wir nun zum nächsten Ziel. Die Schwarze Sonne. Eine mächtige Organisation, die sich aus den gewalttätigsten Kriminellen ganz Coruscants zusammensetzt. Die Schwarze Sonne verfügt über ein großes Netzwerk an Quellen, die sie mit den tödlichsten Waffen versorgen. Darunter ist auch ein starkes Nervengas, das sie in großen Mengen an Tavus verkaufen. Ich fasse es nicht, dass diese Banden auf dem Hauptplaneten der Republik operieren. Coruscant hat sich seit dem Angriff des Imperiums vor der Unterzeichnung des Vertrags verändert. Wir können froh sein, dass es nicht noch schlimmer ist. Ein Sergeant der Sondereinheiten namens Jaxo hat vorab eine Aufklärungsmission im Hauptquartier der Schwarzen Sonne ausgeführt. Ihr trefft sie und erhaltet einen genauen Angriffsplan. Wir können nicht riskieren, dass Tavus dieses Nervengas in die Finger bekommt, Lieutenant. Setzt alle nötigen Mittel ein. Das wäre alles. Satan Jaxo. Mal gucken, was die von uns möchte. Also, ja gut, wir wissen schon, dass wir das Nervengas zerstören sollen. Ja, ne? Gucken, was der Sergeant für uns bereithält. Dieser Ort ist sogar noch beeindruckender als auf den Holowitz. Kaum zu glauben, dass wir ab sofort hier im Einsatz sind. Yeah, Eric. Alaric. Eric. Jorgen. Ja. Oder einfach nur Erich. Aber naja. Ja, gehen wir mal in das Gebiet der Schwarzen Sonne. Können auch einmal ganz kurz hier mal ein bisschen aufdecken. Karte. Wenn wir schon mal hier sind. Zack. Sieht man die ganzen. Weil unter der. Ja, wenn mir unten reinfliegt, sind halt lauter Händler und sowas. Falls ihr das sehen möchtet, schreibt es in die Kommentare. Weil ich jetzt nicht überall rumbrettern werde oder. Ach komm, fahren wir einmal kurz da unten rum. Zeige ich euch mal, was es alles hier unten gibt. Ja, da vorne ist der. Oder? Ach, hier an der Seite. Ja. Da. Natürlich. Zeig mal, was hier unten alles gibt. Früher war das sehr relevant. Hier ist einmal die Festungsverzeichnis für Coruscant. Habe ich natürlich auch. Hier die Ritterausbildung. Das Bilder. Sinnfertigkeit. Hier die ganzen Biochemie. Hier sind halt noch die Lager. Gildenbankzugriff. Weil früher gab es halt ja noch keine Festungen. Beziehungsweise hier ist einmal Modifikation, also Erscheinungsbilddesigner. Da gab es halt leider noch keine Dr. Ogerup oder sowas, da musste man halt zu denen hinfahren und da hat man für die Fähigkeiten auch noch Haufen Geld bezahlen müssen, genauso wie die für die Reparaturkosten. Hier ist ein galaktischer Handelsmarkt,
2. Und hier drüben waren halt nochmal spezielle Händler, Kleiderhändler, dann Schmugglerausbilder, Modifikationshändler, Spezialgüterhändler, die waren früher relativ wichtig, weil durch die H2 oder H4 Quests hat man bestimmte Marken gekriegt und mit den Marken konnte man sich bestimmte Ausrüstung, also gute, bessere Ausrüstung kaufen. Wenn ihr was seht, was euch gefällt, gebt mir ein Zeichen. Ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt schon alle habe. 10 Millionen. Ein Sack cool. Okay, nee, werde ich wahrscheinlich noch nicht haben. Aber ein paar davon habe ich schon. Gleiternavigation 5 gibt es ja mittlerweile auch schon. Eure Credits sind jederzeit willkommen. Aber haben wir das jetzt hier unten auch gesehen? Und bevor die Folge jetzt gleich zu Ende ist, klettern wir nochmal rüber. Wir haben jetzt ein bisschen Zeit vertrödelt mit der Festung und so. Hier ist ja auch, glaube ich, noch ein Wissensobjekt, hatte ich das schon angeklickt. Geht's halt in der nächsten Folge mit ein bisschen mehr Action weiter, denke ich mal. Außer wir kriegen wieder noch ein paar Typis, die irgendwas von uns wollen. Aber wir werden auch noch rüber klettern. Ein paar Minütchen haben wir noch. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Da wird es ja auch eine H2-Quest geben. Ich weiß gar nicht, ich glaube, dass die beurkundet. Oder ist die Klinik zugang? Gesichtsverkäufer? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Vielleicht. Nee, sieht man jetzt nicht. Die Astrokarte, das ist bei Rüttenstadt. Gründindustrie, nee, das war das auch nicht, das war nicht Schwarze Wolle, das war Justika, ich glaube, das ist der Klinikzugangskarte. Die ist auch relativ als erstes, was wir machen können. Also von daher. Ist das auch schon hier vorne quasi. So, jetzt sind wir im Schwarzen Sonnengebiet. Vorne ist schon gleich die H2-Quest. Aber, wie ich schon gerade angekündigt habe, sind wir durch für heute mit der Folge. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis denn dann.